Wir lernen gerade, wir sind nicht die Beherrscher des Universums. Wir sind nicht die Herren der Schöpfung. Wir können uns der Erde nicht untertan machen. Und dann erhebt sich natürlich die bange Frage, wer sind wir denn eigentlich? Was ist Ihre richtige Bibliothek? Also ist das eine, die systematisch geordnet? Meine Frau hat mal versucht, unsere Bücher nach Farben zu ordnen. Das ist ihr auch gelungen. Es war aber eine Katastrophe. Welche Farbe hat A Tale of Two Cities? War das jetzt hellblau oder war das grün? Das war also kein großer Erfolg. Sie sind in Hamburg geboren, teilweise dort aufgewachsen, haben Ihre Wahlheimat Wien gefunden. Naja, ich bin als Student hier hingekommen, um in der Stadt von Freud und Schnitzler und Mahler zu sein. Hatte nur übersehen, dass die alle drei schon tot waren. Und habe hier zwei recht unglückliche Jahre in einer grimmigen provinziellen Stadt verbracht und bin dann geflüchtet. Und habe dann in Oxford gelebt und in London und in Paris und irgendwann wurde Paris einfach zu teuer. Das wurde dann Wien, das war eine sehr unsentimentale Wahl, eigentlich ein Contre-Cœur. Aber es war im Nachhinein eine hervorragende Wahl. Für die Arbeit, die ich mache, muss man sich ruhig hinsetzen und nachdenken. Muss man wirklich so eine Tunnelkonzentration aufbauen können. Und Wien ist eine langsame Stadt, immer noch. Die Wege sind einfach hier. Die Menschen sind zwar nicht immer freundlich, aber doch gelassen. Es gibt noch sowas, und das ist zwar der Gradmesser, sogar nach Covid hat sich das gehalten, die klischeehaften Kaffeehäuser, die ja wirklich das Prinzip haben, dass wenn sie da eine Tasse Kaffee kaufen, sie werden nicht gebeten zu gehen. Sie können da als Student für 3,80 Euro den ganzen Tag sitzen. Und das schafft so eine Art Öffentlichkeit, aber es schafft auch eine Art von Gelassenheit. Und das passt mir gut im Moment. Ich glaube auch, dass so die großen Metropolen, es ist sehr aufregend, da zu leben, aber fürchterlich anstrengend. Und ich habe das eine Zeit lang gemacht und sehr genossen. Aber Wien ist keine große Metropole. Wien ist musikalisch immer noch eine Weltstadt, in vielerlei Hinsicht kulturell. Aber mir gefällt die Gelassenheit des Ortes sehr. Philipp Blum, nur noch hier, wir sprechen über Europa heute. Sie sind Philosoph, Historiker. Sie haben das Exempel statuiert in einem Ihrer Bücher, wenn die Historiker in 50 Jahren unserer Zeit heute beurteilen würden, was würden sie finden, was würden sie sagen, was würden sie einordnen? Können Sie es wagen, unsere Zeit zu beschreiben? Naja, es ist natürlich ein intellektuelles Spiel zu fragen, was würde jemand in 50 Jahren sehen? Ich bin überzeugt, Sie würden sich wundern, dass wir es jemals zugelassen haben, dass unsere Städte vollgestopft werden mit stinkenden Blechkisten, dass wir unser Essen aus Tierfabriken bezogen haben, dass wir Menschen eingesperrt haben für Jahre in kleinen Räumen. Das wird man, glaube ich, alles sehr seltsam finden, aber sicherlich doch das Seltsamste von allen ist, dass wir sehenden Auges in eine Katastrophe laufen, dass kein ernstzunehmende Wissenschaftlerin, kein ernstzunehmender Wissenschaftler das bezweifelt, dass
die meisten Politikerinnen und Politiker das auch akzeptieren, aber dass wir bis auf einige kosmetische Maßnahmen eigentlich kaum etwas tun. Und ich glaube, das wird man in 50 Jahren, in 100 Jahren und wenn es dann noch Menschen gibt, vielleicht in 200 Jahren, völlig unbegreiflich finden. Und diese Erkenntnis von vielen Wissenschaftlern, die Mahnrufe seit Jahrzehnten, die werden nicht gehört in der Politik oder zu spät gehört oder nicht verstanden. Und immer wieder mal kommt ein anderes Ereignis dazwischen. Woran kranken wir, wenn es darum geht, Nationen die Idee von Europa voranzubringen? Das ist interessant. Also es gibt sicherlich verschiedene Faktoren. Wir leben in einer Zeit, wo jetzt wieder ein Krieg ausgebrochen ist in Europa. Das ist in vielerlei Hinsicht, glaube ich, ein wirklicher Scheidepunkt. Es hat in Europa, glaube ich, eine gewisse Selbstzufriedenheit eingesetzt davor. Was man auch daran sieht, wie erstaunt wir alle waren, dass dieser Krieg ausgebrochen ist, weil wir eigentlich überzeugt waren, so etwas passiert nicht mehr in Europa. Diese Zeiten sind vorbei. Eigentlich ein bisschen das, was Francis Fukuyama sagte mit dem Ende der Geschichte. Wir haben jetzt sozusagen die Geschichte hinter uns gelassen und leben jetzt in einem Markt, mit dem man ganz anders umgehen kann. Und jetzt ist die Geschichte, hat uns wieder beim Nacken gepackt und schüttelt uns. Das wird in Europa natürlich vieles ändern. Es wird Solidarität schaffen, einfach aus der Einsicht einer Notwendigkeit heraus, eine Gemeinschaft zu bilden, die sich zum Beispiel auch verteidigen kann. Was Europa aber auch nicht hilft, ist die Tatsache, dass unsere Demokratien viel Macht an Märkte und Kooperationen abgegeben haben, dass unsere Staaten ihre Steuerbasis nicht mehr kontrollieren können, den Wert ihrer Währung nicht mehr kontrollieren, etc. Das heißt also, dass viele große Entscheidungshebel aus der Hand gegeben wurden. Was einer Reform, und ich meine jetzt nicht die EU als Institution, sondern wirklich die europäischen Gesellschaften, was dem zum Beispiel auch sehr entgegensteht, ist paradoxerweise die Tatsache, dass wir reife Demokratien sind. Wir haben enorm starke Institutionen und enorm ausdetaillierte gesetzliche Schutzregelungen für alle möglichen Interessen. In dieser Situation etwas grundlegend und strukturell zu verändern, wird fast unmöglich. Und das ist auch etwas, an das wir stoßen. Wir stoßen auch an unsere eigene Faulheit, ganz einfach, weil wir ja gut leben. Warum sollten wir das ändern? Wir haben ja mehr als je zuvor. Was ist denn hier falsch? Und ich glaube, es gibt noch einen anderen Faktor, der besonders im Fall der Klimakatastrophe zutrifft. Und das ist einfach die menschliche Psychologie. Das ist etwas, was so ungeheuer groß ist und eigentlich auch so ungeheuer zerstörerisch, dass wir uns denken, das kann doch gar nicht so sein. Wie soll denn das möglich sein? Und wir es gar nicht ernst nehmen, weil es eigentlich zu groß ist für uns, um dass wir es wirklich begreifen und fassen können. Wir merken die Effekte. Wir haben gerade in diesem Sommer die größte Dürre seit 500 Jahren gehabt. Wir merken die Effekte persönlich, weil das Wetter anders ist, weil unsere Gesundheit anders darauf reagiert. Wir merken die Effekte wirtschaftlich. Wenn der Rhein austrocknet wie dieses Jahr, dann bekommt die gesamte schweizerische Chemieindustrie keine Rohstoffe mehr. Das heißt, das ist auch natürlich, es wird immer mehr zu einem riesigen Wirtschaftsfaktor. Aber obwohl all diese Dinge so offensichtlich sind, scheint es letztendlich, ist es uns schwer, darauf zu reagieren. Psychologisch auch. Nicht nur, weil viele Menschen Geld dran verdienen, weil wir zu starke Institutionen haben vielleicht dafür. Weil Kooperationen natürlich, die haben nicht die Verantwortung, demokratische Gesellschaften zu formen und zu stärken. Die haben die Verantwortung, Profite zu machen für ihre Aktionäre. Das ist eine andere Art Zielsetzung. Eine legitime Zielsetzung, aber eine andere Zielsetzung. Es gibt viele Faktoren, aber sie lähmen uns. Sie resultieren alle darin, dass wir eigentlich gelähmt davorstehen. Thank you.
Niemand hätte erwartet oder fast niemand, dass nochmals ein Krieg in Europa entstehen könnte. Jetzt ist er da. Wenn wir Europa und seine Politik auf die Couch legen würden, was ist falsch gelaufen? Warum waren wir blind? Waren es die Märkte, die uns blind gemacht haben, der Wohlstand oder was ist verpasst worden? Märkte können schon blind machen, ich glaube aus einem interessanten Grund. Wenn man sich die klassische ökonomische Theorie ansieht, also die Chicagoer Ökonomie, die im 20. Jahrhundert sehr dominant war, besonders im späteren 20. Jahrhundert, dann werden Menschen da beschrieben als freie, rationale Akteure in einem Markt, die Wettbewerbsvorteile sich sichern wollen, die also aus rationalem Eigeninteresse handeln. Und das ist sozusagen die einzige sichtbare und zugelassene und legitime Motivation in diesem Markt. Ich will meinen ökonomischen Vorteil maximieren. Ich will mehr Geld haben, mehr Güter haben, mehr Dienstleistungen haben, ich will mehr Einfluss haben, etc. Dass es in der Geschichte auch solche Motive gibt wie Demütigung, das kommt in dieser Sichtweise nicht vor. Putin hat gut Geld verdient am Westen. Es war nicht rationaler Eigenvorteil, der diesen Krieg angefangen hat. Es war historische Demütigung, gefühlte Demütigung. Und die ist so oft ein Faktor und die wird, wenn man die Welt als Markt betrachtet, tatsächlich nicht mehr sichtbar. Es ist sicherlich auch, wie gesagt, also ich hab schon erwähnt, wir haben als Demokratien viel Entscheidungsmacht aus der Hand gegeben. Wir sind auch, glaube ich, als Demokratien oder unsere Demokratien sind, ich würde mal sagen, nicht mehr angemessen der historischen Situation. Das sind Systeme, die für die Nachkriegszeit entworfen wurden, die auch hervorragend funktioniert haben. Aber nur ein Beispiel. Wir stehen jetzt vor einer Katastrophe, die sich vollzieht, die auch nicht mehr aufzuhalten ist, die Klimakatastrophe, die wir aber noch beeinflussen können darin, wie verheerend sie wird. Oder wie wir uns auch, wie erfolgreich wir uns daran anpassen. Und es ist nicht gesagt, dass Gesellschaften, die danach sind, die danach bestehenden, schlechtere Gesellschaften sind übrigens. Aber das ist eine andere Frage. Ich glaube, dass unsere demokratischen Systeme nicht für diese historische Herausforderung angepasst sind. Und ich meine, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich glaube nicht an eine ökologisch korrekte Diktatur. Ich glaube schon daran, dass wir das nur als Demokratien schaffen können. Aber Demokratien können sehr unterschiedliche Verfasstheiten haben. Wenn die wichtigen Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die nach 4 Jahren wiedergewählt werden müssen, und für die das die persönliche Karriere ist, dann werden sie notwendigerweise kurzfristig denken. Wenn man so etwas hat, wie zum Beispiel David von Rehbruck vorschlägt, Bürgerräte, die ausgelost werden, und wo Menschen, die zusammenkommen, dann beauftragt werden, eine Entscheidung zu finden mit der Hilfe von guten Expertinnen. Diese Entscheidungen, das ist ja inzwischen oft ausprobiert worden, die sind oft von sehr guter Qualität. Entscheidungen, die in unseren Ländern getroffen werden, sind oft von recht zweifelhafter Qualität. Wir sitzen hier in einem Land, das sich freiwillig zu 80% von russischem Gas abhängig gemacht hat. Das war eine demokratisch gefundene Entscheidung, keine besonders gute. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, wie wir demokratische Entscheidungsfindung besser gestalten können, um dieser historischen Herausforderung angemessener zu sein. Denn wenn Sie in einem Bürgerrat sind, wissen Sie, Sie werden nie wieder in diese Position kommen, da das durch Los bestimmt wird. Das heißt, es ist keine Karriere für Sie. Aber Sie leben dort. Dies ist Ihr Ort, über den sie etwas entscheiden. Und ihre Kinder leben auch dort. Das schafft eine andere Qualität von Entscheidung. Und ich glaube also insofern auch unsere demokratische Verfasstheit. Und man darf auch nicht vergessen, durch die neoliberale Wende sind unsere Gesellschaften auch nicht mehr, halten sie dieses demokratische Versprechen nicht mehr, was übrigens ein typisches Nachkriegs- und Wiederaufbauversprechen war, deinen Kindern wird es mal besser gehen als dir. Und wenn du dich wirklich anstrengst, dann kannst du etwas schaffen in der Welt. Seit Thomas Piketty wissen wir, dass was man sich erarbeitet, nie dem hinterherlaufen kann, was durch Zinsen verdient wird. Das heißt, dass es eine Klasse der Besitzenden gibt
und eine Klasse der Nichtbesitzenden, nicht ganz Besitzlosen, aber zumindest derer ohne Kapital. Und dass wir dabei sind, eigentlich unsere Gesellschaften zu refeudalisieren. Wir schaffen uns wieder eine Art Aristokratie, die unter anderen Voraussetzungen lebt, die viel mehr Einfluss hat auf die Entscheidungsfindung in unseren Gesellschaften etc. Das ist keine gute Entwicklung für eine Demokratie. Das ist eine sehr gefährliche Schieflage, weil dann auch viele Menschen, die entweder nicht mehr die Möglichkeit haben, wirklich in diesem Markt teilzunehmen oder die fürchten, dass ihnen die Möglichkeit entgeht, sich dann fragen und vielleicht auch immer mehr mit Berechtigung, was ist denn da drin für mich in dieser Art Gesellschaft? Wenn ich zwei Jobs machen muss, um meine Kinder zu ernähren, dann hilft es mir nicht, dass mir jemand sagt, wenn du noch Zusatzqualifikationen machst, kannst du Anwältin werden. Dann ist das ein betrogenes Versprechen. Und das war mal wahr, dieses Versprechen in vielen Gesellschaften, aber das ist heute nicht mehr so. Das heißt, ich glaube auch, unsere Gesellschaften sind in einer schwierigeren Lage. Das, was wir den Menschen erzählen über sich selbst, dass sie eigentlich nur wer sind, wenn sie mitkonsumieren können, dass ihre Identität nur daraus besteht, was sie kaufen, dass sie Konkurrenten sind untereinander, dass sie sich dauernd selbst optimieren müssen, um im Markt zu bestehen. Und dass sie natürlich auch Versager sind, wenn sie in diesem Markt nicht bestehen oder wenn sie nicht diese kommerziellen Träume realisieren. Ich glaube, das sind sehr, sehr dumme Dinge. Aber das ist die Welt, in der wir leben im Moment. Und in dieser Welt ist es natürlich schwierig, Transformation zu wollen. Und es ist gerade deswegen schwierig, und da gibt es so ein Killer-Argument, das einem dann immer wieder vorgebracht wird, da wird gesagt, du darfst nicht über Verzicht sprechen. Das ist die Umweltfuzzis, das sind die Spielverderber, die wollen, dass wir alles, was uns Spaß macht, nicht mehr tun können und dass wir nicht mehr Auto fahren, kein Fleisch mehr essen, alles, was schön ist, nicht mehr fliegen. Und es ist ein erstaunliches Argument, finde ich, weil ich frage dann oft Menschen, ob sie Kinder haben. Und die sind dann etwas verwundert. Aber für diese Kinder haben sie verzichtet auf 100.000 Euro pro Kind mindestens. Vielleicht eine Zeit lang auf guten Sex, wenn sie eine Frau sind. Vielleicht auf die Karriere, die sie hätten machen können, auf die Figur, die sie mal gehabt haben. Auf ein sorgloses Sozialleben, auf unglaublich viel. Warum haben sie auf so viel verzichtet? Ja, weil ich eine Familie haben wollte. Und auf einmal sieht man, wenn man für eine bessere Zukunft lebt, dann ist man bereit dafür, das alles Mögliche aufzugeben, weil es da eine Qualität in der Zukunft gibt, die man sucht und die man haben will. Und ich glaube, die Wende, die Transformation, die wir brauchen, um einfach als Gesellschaften weiter existieren zu können, die kann tatsächlich gute Gesellschaften schaffen. Aber natürlich werden wir auch auf Dinge verzichten müssen. Natürlich werden wir auch Dinge anders tun müssen. Aber das ist keine Tragödie, denn das Einzige, was wir wissen, ist, dass dieses Modell, was wir jetzt leben, nicht nur zum Scheitern verurteilt ist, sondern ehrlich gesagt Menschen auch nicht wahnsinnig glücklich macht. Jetzt könnte man als Gegenargument einbringen, dass Europa und die Zeit, in der wir leben, einer der besten ist, die es jemals gegeben hat. Wenn wir in andere Teile der Welt gehen würden und schauen würden, hätten wir viel mehr noch dieser Probleme. Die Frage ist natürlich, wer ist wir, wer ist uns und vor allem, was ist eigentlich der Westen und was ist, um es noch größer zu machen, die liberale Demokratie? Wenn ich wir sage, dann meine ich eigentlich immer das westliche Wohlstandswir. Dieses Wir hat die Möglichkeiten in der Zukunft, sagen wir, hat einen gewissen Handlungsspielraum. Wenn ich ein Bauer bin im Sudan oder im Peru, dann habe ich keine Möglichkeit, anders zu leben. Und dann trage ich auch zu dieser Tragödie ehrlich gesagt wenig bei. Aber es gibt keinen Handlungsspielraum, den diese Menschen eigentlich haben. Die müssen mehr oder weniger unter den Umständen leben, die wir für sie schaffen. Aber wir, das westliche Wohlstandswir, wir könnten schon Dinge anders machen. Und deswegen hat es Sinn, glaube ich, zu diesem Wir zu sprechen. Was ist der Westen? Ja, das ist
andere Menschen oder in anderen Kontexten sagt man der globale Norden, die reiche Welt. Das hat auch, das sind alles sehr ungenügende, unscharfe Begriffe. Aber ich glaube, wenn man jedes Mal versucht, den Begriff so stark zu präzisieren, hat man keine Zeit mehr, sich miteinander zu unterhalten. Also der Westen, das sind die Länder, die durch den Imperialismus eine Vormachtstellung erreicht haben, die in einer industriellen Zivilisation und jetzt postindustriellen Gesellschaften zu großem Reichtum gekommen sind. Das würde ich als den Westen bezeichnen. Und Sie fragen nach der liberalen Demokratie. Das ist vielleicht die komplizierteste Frage. Nämlich jeweils erstmal, was Liberalität eigentlich ist oder Liberalismus und dann wie liberal und wie demokratisch eine Gesellschaft ist oder auf welche Art sie demokratisch ist. Ist sie wirtschaftlich moral, ist sie wirtschaftlich liberal, ist sie moralisch liberal, ist sie, in welcher Hinsicht ist diese, also das ist, versuchen wir es mal so zu sagen, Gesellschaften, in denen die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, durch Wahlen an der kollektiven Entscheidungsfindung sinnvoll teilzunehmen. Und die Institutionen haben, um diese Rechte, die verbrieft werden in Gesetzen, die so geschaffen werden, auch durchzusetzen. Das ist auch sehr wichtig. Sie zitieren in einem Ihrer Texte den Philosophen Kierkegaard. Man soll rückwärts schauen, aber vorwärts denken. Als Historiker haben Sie sich sehr stark natürlich auseinandergesetzt mit der Vergangenheit, auch mit den Zeiten zwischen und vor den Kriegen. Dieses große Wort aus der Geschichte lernen, haben wir nicht aus der Geschichte gelernt oder was hätten wir lernen können? Oder ist das eigentlich eine elitäre Anforderung oder Einforderung? Ich glaube, aus der Geschichte zu lernen, das ist so eine interessante Idee und das ist auch etwas, was wir dauernd wollen und suchen, denn unsere Gegenwart konfrontiert uns persönlich oder kollektiv immer wieder mit völlig unvorhersehbaren Situationen und wir fühlen uns hilflos und orientierungslos. Und dann natürlich greifen wir zurück auf Erfahrung, um diese Situation einzuordnen. Und unsere kollektive Erfahrung heißt Geschichte. Insofern aber, wie viel man nun konkret aus der Geschichte lernen kann, das heißt anwenden als Handlungsanleitung dann auch, da bin ich dann immer sehr skeptisch, denn es sind doch sehr andere Gesellschaften gewesen. Ich glaube, es gibt menschliche Konstanten, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten sich unterschiedlich ausdrücken, aber das gibt es schon. Aber von der Geschichte zu lernen, ist wirklich eine diffizile Sache. Ich glaube, vielmehr passiert auch da das, was Individuen passiert. Wir reagieren auf Traumata. Oder wir reagieren auf Erfahrungen, individuell wie kollektiv. Und wenn eine schreckliche Erfahrung da gewesen ist, dann gibt es erst einmal für zwei oder drei Generationen sozusagen Vermeidungshandlungen. Man will nicht wieder, nie wieder Krieg. Und dann die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs hat diese Vermeidungshandlungen in Europa geschaffen und ich glaube sehr konstruktive Vermeidungshandlungen, also nie wieder Nationalismus, deswegen transnationale Kooperation, nie wieder die Armut der Weimarer Republik, deswegen soziale Umverteilung. Das war eine Vermeidungshaltung. Das Problem ist, es hat sehr gute Gesellschaften geschaffen, aber nach zwei, drei Generationen verblasst dieser Reflex und wird durch andere gelebte Erfahrungen ersetzt. Und ich glaube, wir sind im Moment auch in Europa in so einer Transition, wo wir nicht mehr in das Nachkriegs-Europa sind. Wir sind jetzt ein Europa, das sich fragen muss, ob es noch eine Zukunft haben will im globalen Kontext. Europa war die globale dominante Macht für Jahrhunderte. Die ist es deutlich nicht mehr und die wird es auch nicht mehr sein. Aber es kann durchaus noch eine Macht sein, deren Stimme gehört wird, deren Interessen repräsentiert sind. Und es sind ja vielleicht auch, es sind Interessen oder moralische Ideen, die auch meine sind zum Teil. Also ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass dieses Europa weiterhin eine Stimme behält.
wenn ich mir ansehe, was die anderen Weltmächte sind und was zum Beispiel deren Bild von Gesellschaft, Demokratie und Individuen ist, dann bin ich ganz froh, dass ich Europäer bin. Und dann würde ich das auch wünschen, dass diese Prinzipien weiter am Leben gehalten werden. Aber dafür wird Europa wesentlich entscheidungsstärker werden müssen. Deswegen, dafür wird Europa auch Strukturen schaffen müssen. Und damit meine ich jetzt wirklich die europäische Gemeinschaft, die Entscheidungen möglich machen. Barack Obamas Frage, if I want to speak to Europe, which number do I dial? Es muss irgendwie klare Entscheidungskanäle geben. Die Einstimmigkeit ist da zum Beispiel ein riesiger Klotz am Bein einer europäischen Entscheidungsfindung. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn dieses Europa stärker demokratisch legitimiert wäre, wenn wir direkte Wahlen für ein europäisches Parlament hätten und nicht für nationale Parteien wählen, die sich dann untereinander arrangieren und letztendlich eine Plattform haben, für die niemand gewählt hat. Also es gibt sehr wichtige strukturelle Veränderungen, die notwendig sind, damit eine europäische Gemeinschaft und damit auch ein europäischer Kontinent mit seiner Geschichte und seinen historischen Erfahrungen wirklich noch in der Welt präsent sein kann. Sonst werden wir einfach zum Museum und zur Touristenattraktion. Strukturelle Veränderungen. Sie haben gesagt, aus der Geschichte lernen ist irgendwie schwierig. Man muss sie auch erfahren. Die Generation, die jetzt die Pandemie erfahren hat, wird sicher anders darüber sprechen und Entscheidungen treffen, als wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Wie muss man dann Geschichte erzählen, weil ja nicht alles immer erfahren werden kann? Was mir da wichtig ist, wir haben über die letzten 100, 150 Jahre sehr starke Veränderungen in der Geschichtsschreibung gesehen. Geschichte war erstmal die Geschichte von Königen und Generälen. Sie wurde zur Geschichte von Gesellschaften. Sie wurde auch zur Geschichte von Frauen. Sie wurde zur Geschichte von Sklaven, von Arbeitern, von Minderheiten. Das war alles in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts nicht vorgesehen. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter, und das ist ein Aspekt, an dem auch ich sehr stark arbeite. Und das ist, dass wir bis jetzt die menschliche Geschichte immer in Isolation gesehen haben. Geschichte war, was Menschen miteinander tun oder einander antun. Und dass wir jetzt mit der Klimakatastrophe eben begreifen, dass wir tatsächlich ein Teil der Natur sind, ein Organismus in der Natur, der genauso abhängig ist von seinen natürlichen Gegebenheiten wie jeder andere Organismus. Wir sind da vielleicht ein bisschen flexibler. Wir haben uns Technologien gebaut, die uns erlauben, unseren Handlungsspielraum auszuweiten, aber natürlich hängen wir ab von den natürlichen Zusammenhängen und von den Systemen, die in der Natur, die Zusammenhänge der Natur regeln. Und das heißt, für mich ist Geschichtsschreibung interessant, die den Menschen als natürliches Phänomen beschreibt. Die beschreibt, wie menschliche Zusammenhänge, wie menschliche Gesellschaften im Zusammenhang stehen mit ihrer natürlichen Umgebung. Daher mein Buch über die kleine Eiszeit, also was passiert eigentlich, wenn es kälter wird plötzlich? Was passiert nicht nur damit, was Menschen für Kleider anhaben und wie sie ihre Häuser heizen, sondern was passiert mit der Wirtschaft, was passiert mit dem Menschenbild, was passiert mit der Philosophie, was passiert mit der Kultur? Und das kann man sehr schön zeigen, und das ist wirklich sehr interessant, das zu tun. Und wir sind dieser Zusammenhang, und ich glaube, wenn wir in irgendeiner Weise es schaffen wollen, uns erfolgreich zu adaptieren an die neuen Umstände, die die Natur jetzt schafft, weil wir halt Systeme verändert haben in der Natur, dann können wir das nur mit einem neuen Menschenbild tun. Dann können wir das nur tun, wenn wir begreifen, wir sind ein Organismus unter vielen. Die kleine Eiszeit ist ein spannendes Buch, auch deshalb, weil dort wird von rund 2 Grad Temperaturveränderungen mit unglaublichen Folgen gesprochen. Wenn man das heute liest im Spiegel des aktuellen Kontextes, wird einem wirklich vor Augen geführt, was ja schon mal da war. Und da werden wir wieder beim Stichwort aus der Geschichte lernen. Ein Teil in diesem Buch ist dann der religiöse Faktor, wie die Menschen zur Religion zurückkehren. Und in Ihrem aktuellen Buch, in der Unterwerfung, wo Sie sich sehr stark auseinandersetzen, auch mit der Aktualität des Klimawandels,
wird das ganz anders sein, aber sie gehen auf ein biblisches Motiv oder einen Satz zurück, macht ihr die Welt zum Untertan. Das war eigentlich der Moment, wo der Mensch sozusagen auch mythologisch aufgefordert wurde, sich aus der Natur rauszunehmen. Es ist ein enormer Moment, eine Art mythologische Atombombe. Man muss sich vorstellen, eigentlich haben alle Animisten und etwas gemeinsam. Denn sie wissen, dass sie in einer Welt stehen, in der jeder Schritt bedeutet, dass sie auf das Territorium von jemand anders treten. Wenn ich mein Feld aussehen will, dann gibt es da die Waldgeister und die Geister des Feldes. Wenn ich in See stechen will, dann gibt es da Poseidon und die Dämonen des Wassers. Und ich muss mich immer mit denen arrangieren. Natürlich stehen all diese Götter und Dämonen für Naturkräfte. Und die Idee, also ich bin Teil eines Systems, aus dem ich mich nicht herausziehen kann, wenn ich einen Schritt setzen will, muss ich den irgendwie ausverhandeln mit den Kräften um mich herum. Und dann kommt die Bibel und, wie ich in diesem Buch versuche darzustellen, schon vorher die mesopotamische Kultur, aus der es die Bibel voll auch übernommen hat, und sagt eben, Gott sagt zu Adam und Eva, macht euch die Erde untertan. Mit anderen Worten, nein, diese Natur hat keine Interessen, die hat keine Präsenz, die hat auch keine Intentionen, die ist ein reines passives Rohstofflager, das man in einer sehr patriarchalischen Weise durchbohren, penetrieren, pflügen, kaufen, verkaufen, vermieten, verleihen kann. Das ist eine völlig neue Sicht der Welt. Das ist natürlich auch eine Sicht, die uns emanzipiert, weil wir dann auf einmal all diese schönen Ressourcen sammeln und benutzen können und uns nicht drum scheren müssen, sozusagen, was der systemische Blick darauf ist, welche Systeme wir gerade verletzt haben oder berührt haben. Das ist also eine Weltsicht, die sicherlich schlüsselhaft war, auch für die enorme Erfolgsgeschichte des sogenannten Westens. Aber das beantwortet auch ein Stück weit Ihre vorherige Frage. Natürlich ist es wahr, was auch Autoren wie zum Beispiel Steven Pinker argumentieren, dass heute mehr Mädchen in die Schule gehen, weniger Menschen an Gewalt sterben, weniger Menschen an Hunger sterben, mehr Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung haben als je zuvor. Das liegt natürlich einerseits daran, dass wir viel, viel mehr Menschen haben und dass, also sagen wir, wenn es proportional so viel weniger ist, ist es in absoluten Zahlen immer noch fürchterlich, was diese negativen Sachen sind. Aber ich glaube, was für mich das ausschlaggebende Argument ist, dieser ganze Fortschritt, der schlüsselhaft verbunden ist mit unserem Verbrauch von fossilen Energien, und das kann man wunderbar darstellen, dass also der ansteigende Verbrauch an fossilen Energien, der überlappt sich genau mit dem Anstieg des CO2 in der Atmosphäre, aber auch zum Beispiel mit unserem Fleischkonsum, mit dem Anstieg der Weltbevölkerung etc. Also diese ganze steile Fortschrittskurve der Nachkriegszeit ist realisiert worden um den Preis der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Und damit wird er sozusagen zum Nullsummenspiel. Und die Herausforderung heute ist, können wir diesen wirklich sehr verhängnisvollen Mechanismus ändern? Was früher vielleicht mal wirtschaftliches Handeln war, ist inzwischen wirklich zum organisierten Wahnsinn geworden, wenn Sie sich ansehen, wie schnell natürliche Ressourcen vernichtet werden, nur um Konsumgewohnheiten zu befriedigen, nicht einmal um Grundbedürfnisse zu befriedigen. Dann muss man wirklich sagen, dieser ganze Fortschritt ist abhängig davon, dass wir weiterhin unsere Lebensgrundlagen zerstören. Und verstehen Sie mich nicht falsch, es geht nicht darum, irgendeine sozialromantische Vision zu entwickeln und zurück in Harmonie mit der Natur zu leben oder, wie man dann so salopp sagt, zurück auf die Bäume zu gehen. In der Geschichte gibt es kein Zurück. Und die Harmonie mit der Natur ist auch so eine Sache. Und auch primitive Kulturen oder orale Kulturen, oder wie Sie sie auch nennen möchten, haben
nach Maßgabe ihrer viel geringeren technologischen Möglichkeiten sehr oft die Natur zerstört, haben Tiere ausgerottet, haben ihre Böden ausgelaugt, weil sie die Kausalität nicht verstanden. Also das Leben in der Harmonie mit der Natur ist so eine Sache und würde auch nur für ungefähr ein Hundertstel der Menschen, der Welt als Weltbevölkerung möglich sein. Es wird darum gehen, dass wir unsere allerbesten Technologien, unsere beste künstliche und natürliche Intelligenz und unsere Fantasie dafür einsetzen, diese Herausforderung zu schaffen, etwas von diesem Fortschritt zu retten, ohne weiterhin unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Und das ist noch eine offene Herausforderung. Kann die Demokratie, das System, das politische System, vielleicht die liberale Demokratie, kann die solche Fragen überhaupt lösen mit den Prinzipien, die Sie früher geschildert haben, wie eben eine Demokratie funktioniert? Da müsste doch jetzt der Monarch kommen, Entscheidungen treffen und umsetzen. Ja, das Problem ist, der Monarch ist selten so intelligent, wie er denkt. Und sogar wenn er das ist, hat er mit Sicherheit einen dummen Sohn oder eine blöde Tochter. Also deswegen ist das so eine Sache. Können unsere Demokratien das schaffen? Ich denke da an ein Gespräch, das ich mal gehabt habe mit Ivan Krastev, einem Politikwissenschaftler, der Bulgare ist und in Bulgarien aufgewachsen ist, noch in der zu Zeiten der Sowjetunion. Und der mir mal etwas zweifelnd gesagt hat, ihr Menschen im Westen, ihr glaubt immer, dass jedes Problem eine Lösung hat. So als wäre es eine Matheaufgabe, man muss nur die richtige Zahl rechts vom Ist-Zeichen eintragen. Manche Probleme lassen sich nicht lösen, manche Probleme lassen sich nur überleben. Also können wir das Problem der Klimakatastrophe lösen? Sicherlich nicht. Können wir es überleben? Wahrscheinlich ja. Und Demokratien, erstmal haben sie einen gigantischen Vorteil, sie regeln unblutige Machtwechsel. Sie heißen, dass nicht mit dem Tod von jedem Machthaber unsere Gesellschaften in Bürgerkrieg versinken, sondern dass man das unblutig und ohne große Verluste regeln kann, dass Macht transferiert wird von einer Hand in die andere. Und wir sehen eigentlich überall Macht, die zu lange in einer Hand ist. Das ist nie eine gute Sache. Also Demokratie scheint schon sinnvoll zu sein, auch aus rein pragmatischen Gründen, wenn man jetzt mal von den ethischen, moralischen Gründen abgeht. Und Demokratien haben sich ja auch als enorm flexibel erwiesen. Aber sie erweisen sich dann als flexibel, wenn die Menschen, die diese Demokratien konstituieren, begreifen, dass das notwendig ist. Die Notwendigkeit sehen, die Dringlichkeit fühlen. Und das ist bei uns noch nicht so. Wir leben noch immer tief mit dem Kopf im Sand, was die Entwicklung um uns herum betrifft und was das für uns bedeuten wird. Und wir leben auch in einem System, was, glaube ich, sehr, sehr stark ein Gutwettersystem ist. Als die Ever Given, ein Containerschiff, für einige Tage im Suezkanal festgesteckt hat, da hat die ganze Weltwirtschaft gezittert, weil die Supply Chains auf einmal in Frage standen. Das war ein Schiff. Heute haben wir gerade eine nicht besonders tödliche Pandemie überstanden und wir sehen in unserer Nachbarschaft, übrigens nur 700 Kilometer von hier, einen nicht besonders großen Krieg. Schon sprechen wir von einer Inflation von 15%. Wir haben eine enorme Energiekrise und eine potenziell riesige Nahrungsmittelkrise. Das heißt, unser System ist nicht darauf ausgelegt, Stress zu überstehen, unser globales wirtschaftliches System. Und das ist, glaube ich, eine sehr bedenkliche Tatsache, wenn man sieht, dass es natürlich stärker unter Stress geraten wird mit der Veränderung des Klimas. Im Moment zum Beispiel bewegt sich durch die Veränderung des Klimas der Getreidegürtel, also da, wo Getreide angebaut werden kann, um den Globus, mit durchschnittlich 20 Kilometern vom Äquator weg jedes Jahr. Das geht über Besitzgrenzen, das geht über Grenzen von ganzen Völkern, die dort leben. Was können die Menschen machen? Die müssen weg. Aber auch dieses Getreide versorgt Menschen. Dadurch werden Handelsnetze zerstört, dadurch werden gesellschaftliche Zusammenhänge zerstört. Unsere globale Ordnung und damit auch unsere Demokratien werden unter mehr Druck geraten, nicht weniger. Und wir müssen versuchen, die Entscheidungsmechanismen zu finden, die es uns möglich machen, ich glaube, erstmal die Menschen wieder an der Demokratie andocken zu lassen und ihnen begreiflich zu machen, uns allen begreiflich zu machen, meine Stimme zählt. Ich kann mich da nicht rausziehen, aber ich kann auch tatsächlich, wenn ich kann etwas bewegen in dieser Gesellschaft, was ich denke,
zählt. Aber da, wenn es zählt, dann bin ich auch dafür verantwortlich, was ich denke. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, mich richtig zu informieren. Ich bin dafür verantwortlich, nicht nur Meinungen zu haben, die sich gerade gut anfühlen, sondern mich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, was in der Welt passiert. Und das ist eine Menge gefragt, besonders in einer Gesellschaft, wo wir Menschen seit 60 Jahren erzählen, ihr seid Konsumenten, ihr habt eine Verpflichtung, das ist Zugang zu Kredit zu haben. Und wenn ihr diese Verpflichtung erfüllt habt, habt ihr nur noch Rechte. Und nichts darf wehtun, nichts darf unbequem sein, nichts darf einem etwas abverlangen. Alles ist wunderbar, solange man Kredit hat. Und das ist keine demokratische Vision einer Welt. Das ist keine, ich meine, Demokratie ist anstrengend. Demokratie ist schrecklich frustrierend. Und Demokratie heißt, dass man Zeit verschwenden muss und dass man sich irgendwie engagieren muss und dass man sich über Dinge informieren muss, die man eigentlich nicht interessieren. Aber sonst geht es nicht. Sonst ist es Theater. Sonst stehen da halt die Kulissen und wir gehen zur Wahl und wir wissen, in einigen Ländern werden die Wahlen gefälscht und in anderen Ländern nicht, aber letztendlich gibt es dann eine Elite, die macht, was sie will. Märkte, Strukturen, Demokratien, alles anonyme Systeme. Am Schluss im Zentrum müssen die Menschen stehen. Wir sehen gerade in der jetzt aktuellen Zeit, dass die einzelnen Menschen oft überfordert sind mit dem Ganzen, dass die Ohnmacht immer größer wird. Wie können die mit dem umgehen? Die Debatte findet ja kaum mehr statt, die Partizipation wird immer kleiner, alles driftet oft ins Digitale ab und wird extremer. Also das ist eine Kumulation einer Diskussionsproblematik, die eigentlich Grundlage wäre für Veränderung. Ja, und das ist ein existenzielles Problem und ich weiß nicht, ob es dafür eine Lösung gibt. Demokratie, glaube ich, funktioniert auch nur dann, wenn wir zwar kontrovers diskutieren, aber zumindest über dieselbe Welt, über dieselbe Gesellschaft, über dieselben Fakten. Wenn wir uns nicht mehr einig sind, was die Fakten sind, über die wir reden, wird es auch sehr schwierig, dieses Gespräch überhaupt zu führen. Und es gibt für mich einen ganz entschiedenen Eindruck, einen Unterschied zwischen den digitalen Medien, die wir heute konsumieren und dem, was vor zwei Generationen so konsumiert wurde. Und das ist, dass ein Buch oder eine Zeitung oder ein Fernseher, wenn der Fernseher aus und das Buch zu ist, dann liegt es da einfach und es sagt nichts und es will nichts von mir und es kann da Jahrzehnte liegen. Mit meinem Telefon ist das nicht so. Ich bin nicht auf sozialen Medien sehr bewusst, aber das tickt, das will was von mir, das leuchtet, das summt, das fordert mich auf, das bringt mich in Welten, die von guten Psychologinnen und Psychologen nach Experimentalreihen so gemacht wurden, dass sie uns emotional abhängig machen von Belohnungen. Und das ist eine andere Art von Medium. Und das betrifft nicht nur Kinder, die vielleicht anfälliger sind dafür. Das kann jeder Mensch an sich selber beobachten. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht begriffen, wie viel das mit uns tut. Wir verändern uns physisch durch diese Dinge. Und ich glaube nicht, dass wir das in seiner Tragweite begreifen, wie wichtig das ist. Aber gehen wir mal davon aus, Politikerinnen und Politiker verstehen das Problem, haben jetzt gerade an diesem Beispiel verstanden, dass das
viele Probleme schafft und nicht löst, was tun? Man kann ja nicht das Privatleben regulieren, man kann nicht die Stunden digital sozusagen. Nein, das ist auch nicht Sache des Staates. Genau, also wo, aber das ist ja das Dilemma. Also aber es ist auch ein Dilemma. Es ist auch ein Dilemma. Und schauen Sie, das ist das Dilemma, dem ich zum ersten Mal wirklich begegnet bin in meiner Beschäftigung mit der Aufklärung. Dass meine geliebten Aufklärer wirklich dachten, wenn wir Menschen herausholen aus ungerechten, absurden und unterdrückerischen Gesellschaften, wenn wir sie vom Joch der Religion erlösen und von der Leibeigenschaft etc., dann werden sie sich bilden, dann werden sie teilnehmen an der Gesellschaft, dann werden sie sich einsetzen, dann werden sie gemeinnützig und tugendhaft handeln. Und vielleicht sind ja Menschen gar nicht so. Und gerade wenn man sie in einem gesellschaftlichen Klima einbettet, in dem es um die Verwirklichung der eigenen Wünsche für das eigene Leben geht und eigentlich alles zentriert ist auf Individuen. Ich glaube, es ist eine offene Frage, ob Menschen wirklich so funktionieren. Wir kennen uns sehr gut aus mit der artgerechten Haltung aller möglichen Tiere. Bei der artgerechten Haltung von Homo sapiens hadert es noch etwas. Wir sind nicht sehr gut. Wir wissen von allen anderen Tieren, die wir beobachten können, dass wenn sie in Umständen sind, wo sie wissen, wo sie ihr Abendessen herkriegen, dann sind sie viel entspannter als sonst im natürlichen Zusammenhang. Dann gibt es Freundschaften zwischen ganz verschiedenen Spezies, zwischen Jägern und Gejagten. Die werden dann zu Freunden. Und ich will jetzt kein idyllisches Bild zeichnen, aber vielleicht gibt es ja Umstände und Gesellschaften, in denen Menschen etwas weniger gestresst, etwas weniger verunsichert, etwas weniger aggressiv sind. Und vielleicht sind sie dann auch fähiger, großzügiger zu handeln. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass wir dabei sind, solche Gesellschaften zu schaffen. In Gesellschaften, denen tendenziell alles aus einem Profitmotiv gemacht wird, alles aus einem Konkurrenzmotiv besteht, ist es nicht möglich, so wenig gestresst und wenig aggressiv zu leben. Und das ist, glaube ich, für uns nicht besonders gut. Vielleicht kann es aber auch positive Seiten haben, dieses ökonomische Prinzip, das wir ja nicht mehr rausbekommen werden aus unseren Systemen, dass eben Lösungen durch Ökonomisierbarkeit gefunden wird. Wir haben das in der Pandemie gesehen zum Beispiel. Nicht nur das, sondern ich bin überhaupt kein Gegner von kapitalistischer Wirtschaft. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Kapitalismus und wir sind gerade in einem ganz besonders nackten Raubtierkapitalismus. Aber ein Problem, was meine Aufklärer auch nicht gesehen haben und was wir, glaube ich, immer noch sehr wenig auf dem Radar haben, wir haben uns jetzt in der Nachkriegszeit sehr dafür eingesetzt, dass wir unser rassistisches Erbe überwinden, unser kolonialistisches Erbe überwinden, dass wir in pluralistischen Gesellschaften leben, in denen Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, unterschiedlicher sexueller Orientierung, religiöser Glaubensrichtung etc. gleich miteinander leben können. Das ist wichtig. Das heißt aber auch, dass wir in Gesellschaften leben, wo unser Nachbar unseren Lebensentwurf vielleicht völlig ablehnt. Und glaubt, das ist das Schlimmste, was man tun kann. Wir müssen trotzdem einen Mechanismus finden, mit diesem Nachbarn konstruktiv zusammenzuleben. Und das ist eigentlich eine neue Herausforderung. Und ein Mechanismus, der sich dafür anbietet, ist komischerweise ein Markt. Wobei ich jetzt mal den Markt mit Geld daraus nehmen will. Aber was ist ein Markt? Ein Markt ist ein Mechanismus, der es erlaubt, dass Menschen mit antagonistischen Interessen, nämlich ich will an Ihnen Geld verdienen, Sie wollen an mir Geld verdienen, trotzdem gemeinsam konstruktiv handeln, indem sie eine Vereinbarung schaffen und diese Vereinbarung auch beide einhalten. Und diese Vereinbarung übrigens muss bewacht werden von Regeln, von Gesetzen, von Menschen, die sie auch durchsetzen können und sowas. Deswegen kann es keine freien Märkte geben, denn Märkte sind immer abhängig von den gesellschaftlichen Mechanismen, die überhaupt garantieren, dass die Märkte stattfinden können. Aber der Markt als Modell des Austauschs, der interessiert mich eigentlich, weil er es erlaubt, dass wir gemeinsam Schritte setzen können, auch wenn wir uns in vielerlei Dingen überhaupt nicht einig sind und vielleicht ganz unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Insofern, nein, wir brauchen diese Energien und Märkte sind auch großartig, weil sie unterschiedliche
Leben sind Würfe und Ideen zusammenbringen und miteinander konfrontieren und Innovation ermöglichen, etc., etc. Ja, das brauchen wir. Ob wir extreme Kapitalanhäufungen brauchen, ob wir einen rein spekulativen Kapitalmarkt brauchen, das sind andere Fragen. Ob nicht eine Gesellschaft, die dem Markt die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt, sich auch fragen kann, wenn wir das dem Markt geben, damit er funktionieren kann, was wollen wir zurück vom Markt? Soll dieser Markt nicht eigentlich die Prioritäten der Gesellschaft erfüllen, anstatt als fiktive, völlig separate Entität gesehen zu werden, der Markt, den man irgendwie befriedigen muss? Also es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, ökonomisches Handeln und Märkte in Gesellschaften einzubetten und auch überhaupt zu konzipieren. Und da ist sicher auch das Prinzip Wachstum ein Problem, das man vielleicht lösen muss. Aber das ist ein ganz schlüsselhaftes Problem. Also ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen. Das zeigt, glaube ich, Sie haben vorhin erwähnt, die Religion in der kleinen Eiszeit. Und was das Faszinierende an der kleinen Eiszeit ist, sie trifft das späte Mittelalter, die Menschen reagieren mittelalterlich. Sie verbrennen Hexen, sie machen Bußgottes. Und das hilft nicht so gut. Es hilft erst, wenn sie eine andere Antwort finden. Nämlich zum Beispiel Märkte, nämlich andere Agrikultur, also andere Landwirtschaft und so weiter. Ich glaube, wir sind heute in einer sehr ähnlichen Situation. Wir sind in einer Situation, wo wir aus unserem Paradigma heraus keine Antworten mehr finden. Die Standardantwort auf all unsere Probleme in der Nachkriegszeit ist Wirtschaftswachstum gewesen. Und das ist das Problem an kapitalistischen Märkten, dass sie Wirtschaftswachstum brauchen. Denn wenn ich mir 100 Euro von Ihnen leihe und Sie sagen, ich hätte gern 110 zurück, dann muss ich mein Geld wachsen lassen. Dann brauche ich Wachstum. Aber 3% Wirtschaftswachstum heißt, dass sich ein Wirtschaftsraum innerhalb von 24 Jahren verdoppelt. Und ich sehe nicht, dass wir in den nächsten Vierteljahrhundert doppelt so viele Rohstoffe verbrauchen, um doppelt so viel Schadstoff auszustoßen und doppelt so viele Produkte zu haben. Oder vielleicht mit den entsprechenden Technologien nur ein bisschen mehr. Aber schon von einem Niveau, was intolerabel hoch ist. Das heißt, Wirtschaftswachstum ist zum Beispiel so etwas, was keine Antwort mehr sein kann. Ich habe das mit mehreren klugen Ökonomen besprochen, die mir gesagt haben, ja, das haben wir auch gemerkt, aber wir wissen nicht, was das ersetzen könnte. Und das weiß ich also auch nicht. Ich bin sehr skeptisch, wenn man darüber spricht, also über Kreislaufwirtschaft und No-Growth-Wirtschaft und sowas. Denn Demokratien kosten Geld. Demokratische Institutionen kosten Geld. Und unsere ganzen liberalen, auch sozialliberalen Fortschritte, die wir gemacht haben in der Nachkriegszeit, die hatten zu tun mit dem Erdölboom, die hatten zu tun mit der enorm steigenden Produktivität und dem groß steigenden Wohlstand. Das heißt, natürlich sind diese Sachen nicht monokausalen. All diese Entwicklungen sind ineinander verschränkt. Und es ist fürchterlich schwierig, sie zu entwirren und Strukturen zu finden, indem man aus dieser Verschränkung, sagen wir, die Stränge herauszupfen kann, die wichtig sind und die weglassen kann, die zerstörerisch sind. Das wird eine echte Jahrhundertaufgabe. Und die Frage ist dann am Schluss, was ist mehrheitsfähig und durchsetzbar? Im gleichen Alten Testament, über das wir vorhin gesprochen haben, als Dongi macht dir die Welt oder die Natur zum Untertan, steht ja auch geschrieben, dass zum Beispiel Besitz nach 50 Jahren aufgehoben wird. Aber das ist heute politisch nicht mehr durchsetzbar. Und bei der Durchsetzbarkeit wollte ich auf Ihr Buch über die Aufklärung, böse Philosophen, nochmals referieren. Auch dort haben sich ja nicht alle Philosophen durchgesetzt. Sie erinnern an Philosophen mit unglaublichen Ideen, Thesen, auch laizistischen, blasphemischen, die sich dann aber nicht durchgesetzt haben. Nein, natürlich. Die Aufklärung ist ein faszinierendes Phänomen, weil sie eigentlich auch mit einer sozialen Bewegung beginnt, nämlich mit dem aufsteigenden Bürgertum, das auch argumentieren will, warum sie einen Anspruch auf politische Macht haben. Und das können sie nur, indem sie sagen, wir sind doch gleich. Wir sind gleich wie Aristokraten. Wir haben dasselbe Recht darauf, Macht zu haben. Aber das war revolutionär. Und vieles, was die Aufklärung getan hat, die Betonung von empirischem Wissen, die Betonung von menschlicher Gleichheit, die Idee von menschlichen Rechten. Ich meine, man muss sich vorstellen, im 17. Jahrhundert
war die Idee der menschlichen Gleichheit unanständig und unmoralisch. Jeder wusste, dass ein Mann besser als seine Frau, ein Christ besser als ein Heide, ein Graf besser als ein Bauer. Die Idee der Ungleichheit war sozusagen das Fundament der Moral damals. Das umzukehren war schon wirklich revolutionär. Aber im Laufe dieser Umkehrung war es dann doch so, dass sich die Ideen durchgesetzt haben, die eben am engsten mit der christlichen Theologie verbunden waren. Also zum Beispiel die Idee des Fortschritts hat offensichtlich viel zu tun mit der christlichen Heilsgeschichte. Die aufgeklärte Vernunft funktioniert sehr ähnlich wie die christliche Seele. Denn wir müssen unseren Körper unterdrücken und unsere Lüste und Instinkte, um unser geistiges Sein zu befreien. Und sowohl in der Aufklärung als auch in der Bibel steht der Mensch außerhalb und über der Natur und ist eben nicht Teil von diesen Kreisläufen und kann sie manipulieren. Sie haben viele Texte jetzt mittlerweile geschrieben, die immer wieder referieren auf Empirie, auf Wissenschaft, auf Studien aus der ganzen Welt, gerade in Bezug auf den Klimawandel. Und doch ist der menschengemachte Klimawandel immer noch zur Disposition gestellt. Nein, das ist er nicht mehr. Aber wir haben alle die Tendenz zu glauben, was sich gut anfühlt. Wir haben alle die Tendenz zu glauben, was uns letztendlich zeigt, dass wir auf der Seite der Guten sind, dass wir keine bösen Menschen sind. Oder dass wir nicht einfach unsere Präsenz nicht einfach massiv problematisch ist. Und das biegt man sich zurecht, solange man kann. Und es kostet auch sehr viel, das aufzugeben. Es kostet ja psychologisch sehr viel, das aufzugeben. Wir glauben wirklich, dass wir freie, rationale Wesen sind, die souverän entscheiden können, was sie in ihrem Leben tun. Und wir sind Säugetiere, die von vielen Reflexen beherrscht werden, von vielen psychologischen Denkmustern und von Bedürfnissen, die wir nicht kontrollieren können. Und wir haben die Möglichkeit zur Rationalität. Wir nutzen diese Möglichkeit aber auch sehr oft, um einfach Gefühle verbal aufzudonnern. Und dann sehen sie aus wie Sätze oder wie Argumente, aber wir könnten sie genauso gut mit Bellen oder Miauen kommunizieren. Vieles, was rational aussieht, ist nicht besonders rational. Und es geht sehr oft darum, einfach unsere eigene Gestimmtheit zu rechtfertigen, unsere eigene Stellung in der Welt zu rechtfertigen. Und das aufzugeben und nicht sozusagen in den umgekehrten Narzissmus zu fallen. Und nachdem ich gedacht hatte, die ganze Welt ist hier für mich, denke ich jetzt, ich bin schuld an allem Leid der Welt. Das ist genauso billig letztendlich. Das Schwierige ist, irgendwie einen sinnvollen Weg dazwischen zu finden und zu sehen, dass wir als die sehr erstaunlichen, aber auch sehr beschränkten und tendenziösen Wesen, die wir sind, irgendwie einen Weg navigieren können durch diese Katastrophe. Ich habe irgendwo gelesen bei Ihnen, wir sind eigentlich die Generation oder schon die Generation vor uns, in der die Atombombe erschaffen wurde, die Zukunft vernichtet. Also nicht die Gegenwart oder die Vergangenheit, sondern wir vernichten die Zukunft, wann immer die sein soll. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität von Vernichtungspotenzial. Ja, und ich glaube, das ist auch wieder so ein Moment, wo man wirklich sagen muss, das ist eine Idee, die ist zu groß für meinen Kopf. Da wird mir schwindelig, da bekomme ich Kopfweh, dass die Idee, dass wir jetzt wirklich fähig geworden sind, und zwar nicht nur durch Nuklearwaffen, sondern auch durch das, was im Moment sich in der Natur vollzieht, die Existenz von Menschen auf Erden oder zumindest von komplexen Gesellschaften völlig unmöglich zu machen. Das ist eine Idee, die ist einfach zu groß. Wir sind damit aufgewachsen, dass die Geschichte immer ein bisschen besser wird, dass wir immer eine Treppenstufe höher kommen zum himmlischen Jerusalem. Und die kognitive Dissonanz zwischen diesen beiden Ideen ist, glaube ich, so gähnend, so schrill, dass wir damit kaum umgehen können. Es sind Ideen, die zu groß sind für unsere Köpfe. Und deswegen versuche ich, auch wenn ich über diese Ideen schreibe, sehr viel mit Bildern zu arbeiten. Ich glaube,
Denkbilder sind enorm hilfreich, uns damit Dinge wirklich vors geistige Auge zu bringen, die sonst schwer oder gar nicht verständlich wären. Um nur ein Beispiel zu nennen, in den Dramen von den alten Griechen bis Shakespeare, da ist es so, dass jemand unter die Räder gerät oder des Schicksals gerät, aus einem Charakterfehler heraus oder aus einer wirklich tragischen Situation heraus. Aber eigentlich, Hamlet ist zu unentschlossen und König Lear ist zu eitel und Macbeth ist seiner Frau zu hörig und so weiter. Und diese Charakterfehler, die bedeuten ihr Verderben, sie zerbrechen an den bestehenden Verhältnissen. Und legitimerweise und nachdem dieser Störfaktor weg ist, sind die Verhältnisse wiederhergestellt. Und dann kommen Autoren wie Schiller und die zerbrechen auch an den bestehenden Verhältnissen, aber sie sagen davor, das liegt daran, dass die Verhältnisse falsch sind. Ich habe recht und das Publikum sympathisiert mit dem Helden. Und diese Perspektivänderung, die war enorm. Ohne diese Perspektivänderung, wie Bruno Latour gesagt hat, dass die Französische Revolution nicht möglich gewesen wäre, ohne dass man vorher bestimmte Figuren auf die Bühne der öffentlichen Debatte geschickt hat, nämlich die Republik, die Gerechtigkeit, das Volk, dann wird es möglich, in solchen Kategorien zu denken. Und dafür kann Theater, Fernsehen, Kino, YouTube, alles Mögliche gut sein, um das möglich zu machen, dass wir jetzt anfangen, mit anderen Bildern zu experimentieren. Wie wir auch leben könnten, wer wir auch sein könnten. Wir lernen gerade, wir sind nicht die Beherrscher des Universums. Wir sind nicht die Herren der Schöpfung. Wir können uns die Erde nicht untertan machen. Und dann erhebt sich natürlich die bange Frage, wer sind wir denn eigentlich? Und das ist eine dröhnende Frage, ist auch eine faszinierende Frage. Und genau da würde es mich wahnsinnig freuen, dass man sich da auch wirklich exponiert und experimentiert und dass die Kunst ein Teil dieses gesellschaftlichen Prozesses wird, neue Bilder für sich selbst zu finden. Dafür ist sie eigentlich prädestiniert. Und doch gibt es eine kleine Asymmetrie. Die Kunst kann noch so gut, sie kann noch so engagiert, noch so wichtig sein, vielleicht sogar Lösungen präsentieren. Entscheiden tut sie nicht. Sie kann vielleicht überzeugen. Aber es ist nicht der Raum, der die Entscheidungen treffen kann. Nein, aber das ist auch legitim. Wir sind ja Geschichten. Wir leben durch Geschichten. Wir hören von Moment unseres Spracherwerbs Geschichten darüber, was gut ist und was nicht gut ist, wer cool ist und wer nicht, wer ein Held ist und wer ein Schurke und was es bedeutet, ein Schurke zu sein. Wie ich ein Held werde, was die Werte sind, die ich umsetzen muss, um bewundert zu werden, um Respekt zu bekommen. Das heißt, wir bestehen aus Geschichten und welche Geschichten wir uns über uns selbst erzählen, ist wichtig. Kunst erzählt Geschichten, Kunst schafft Strukturen, durch die wir die Welt sehen können. Und das ist in diesem Moment wahnsinnig wichtig. Und das ist nicht nur die sogenannte Hochkultur. Wir haben im deutschsprachigen Raum diese elendige Unterscheidung, für die wir alle Herrn Adorno danken können, zwischen E und U. Es gibt nur gute und schlechte Kunst. Es gibt nur Sachen, die langweilig sind und die nicht interessant sind. Und es gibt Sachen, die großartig sind und uns immer einen Schritt voraus und uns eine neue Dimension zeigen. Und das kann ein Rap-Song sein, das kann eine Beethoven-Symphonie sein. Es kommt auf das Genre nicht an. Sie haben in vielen europäischen Metropolenstädten gelebt, gelernt. Wo ist eigentlich das wirkliche Europa für Sie? Überall. Also ich bin wirklich, meine Mutter war Holländerin, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Es gibt nicht den Ort, wo ich sage, hier bin ich zu Hause, weil ich hier zu Hause bin. Meine Heimat sind eigentlich am meisten meine Freunde. Aber deswegen ist Europa für mich auch eine existenzielle Notwendigkeit. Ich bin wirklich Europäer, ich bin ein Produkt dieser historischen Erfahrung. Ich bin ein Produkt dieser Perspektive auf die Welt. Ich versuche mich auch davon genug analytisch zu distanzieren, um sozusagen sehen zu können, wo das hinführen kann oder was das bedeutet, was das auch für ungewollte Konsequenzen hat, was das auch für ein historisches Gepäck mit sich trägt, zum Beispiel, an historischen Verbrechen, von denen wir alle in irgendeiner Weise profitiert haben oder noch profitieren, ohne das zu wollen. Man muss sich dieser ganzen Komplexitäten bewusst sein, aber ich bin jemand, dem dieses Europa wirklich am Herzen liegt und der gern daran
teilnehmen will und das auch hoffentlich in Ansätzen tut. Und was ist zum Schluss für Sie die europäischste der Erzählungen, die europäischste Geschichtenerzählung? Die europäischste Geschichtenerzählung ist, glaube ich, leider wirklich, das macht ihr euch die Erde untertan. Aber ich glaube nicht, dass es die einzige europäische Geschichtenerzählung ist. Dies ist auch der Kontinent gewesen, auf dem der Gedanke an Solidarität und Emanzipation und der Gedanke an systemisches Leben genauso kultiviert wurden. Nicht nur hier, aber auch hier. Und auch das sind ganz wichtige, ganz entscheidende europäische Gedanken. Und wenn man sich die Geschichte der Aufklärung ansieht, wenn man sich den Mut dieser Leute ansieht, unter Zensur zu schreiben, unter Androhung von Gefängnis zu schreiben, aber noch viel mehr und für mich viel mutiger, etwas zu denken, was alle Menschen, die man liebt, für verwerflich halten. Weil es das Resultat des eigenen redlichen Denkens ist. Zum Beispiel wie Diderot atheistisch zu sein, obwohl seine ganze Familie davon erschreckt und bestürzt war, sogar seine Frau. Diesen Mut zu haben und durchzutragen, weil man sieht oder glaubt zu sehen, dass es gut ist für Menschen und dass es, soweit man sie verstehen kann, der Wirklichkeit mehr entspricht als andere Erzählungen, das ist auch etwas Europäisches und das ist eigentlich das, was mir kostbar ist daran. Vielen Dank, Philipp Blum, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.